So, grüß Gott, ich sehe gerade hier die Atomkraft. Nein, da gemeinsam sind wir stark. Auch ganz rein private Leute laufen hier rum, demonstrieren, geben Kunden, dass sie gegen die Atomkraft sind. Ich finde das fantastisch. Und ja, da habe ich eine Frage. Seit wann beschäftigen Sie sich eigentlich mit diesem Thema Atomkraft? Nein, danke. Seit Wühl. Seit Wühl. Und wie lange ist das jetzt her? Das sind jetzt 30 Jahre. Ne? 30 Jahre. Ja. Also noch vor Tschernobyl, kann man sagen. Und heute haben wir ja den Jahrestag, das wissen Sie, von Tschernobyl. Und was können Sie mir dazu sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Dass wir damals schon gedacht haben, dass es der Ausstieg viel eher kommt. Ja. Alles, was ihr macht, ist falsch. Ihr verseucht unsere Erde, doch das lässt euch kalt. Was ist los mit euch? Mann, euch geht es nur ums Geld. Euer Dreck, ihr verseucht all die Kinder und die Welt. Es ist schon einmal passiert. Tschernobyl, Super-GAU. Kleine Kinder müssen schiffen für Uranabbau. Euer Dreck, wo verstrahlt ist, wo kommt er hin? Was ihr da macht, ist falsch und hat auch gar keinen Sinn. Mann, wir brauchen kein Atomkraftwerk. Wo liegt der Vorteil? Wir müssen demonstrieren. Sagt, wann ist es vorbei? Wir sind gegen euch und stehen euch im Weg. Irgendwann eine Explosion und dann ist es zu spät. Es wird Zeit, dass mal jemand seine Meinung zeigt. Es sind viele gegen euch, aber leider noch die Minderheit. Es kümmert euch ein Dreck, was mit uns passiert. Doch die Menge steigt, bis die Sache eskaliert. Es gibt viele Möglichkeiten, um Strom zu gewinnen. Aber nein, denn bei euch zählt allein der Gewinn, der Gewinn. Yeah. Jetzt ganz kurz zum Programm. Heute haben wir als Sprecher den Aachener ABL-Stadtrat Peter Huber hier, sowie den ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer der IG Metall Offenburg, den Ahmed Karademir. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Okay, gut. Am Saxophon heute wieder Karl-Martin Matt aus Sichern. Viele kennen den ja auch schon. Jetzt möchte ich euch gerne zur Gedenkminute kurz aufrufen. Und zwar möchte ich heute besonders ans Herz lege, dass wir die Kinder, die in Japan ihre Eltern und Familienangehörige verloren haben oder in einer verstrahlten Umwelt aufwachsen müssen, deren Lebensraum und Zuhause durch den Tsunami und die Atomkatastrophe zerstört worden sind, sowie die vielen ehrenamtlichen Helfer, die bereit sind, ihr Leben bei den Aufräum- und Rettungsarbeiten in Fukushima zu opfern, in die Gedenkminute einzuschließen. Kein Mensch mag sich den Schmerz und das Leid vorstellen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, welches unsere Mitmenschen in Japan ertragen und aushalten müssen. Lasst uns versuchen, unsere Gedankenkraft und unser Mitgefühl auf die Menschen in Japan zu richten, um gemeinsam ganz viel Kraft, Licht, Liebe und gute Gedanken weiterzugeben. Fukushima weitergehen. Kaum ein Japaner ist mehr bereit, Rettungsarbeiten in der verstrahlten Umgebung zu übernehmen. Nun hat eine Senioreninitiative unerwartet Hilfe angeboten. Warum nicht wir, die wir kein langes Leben mehr vor uns haben? Yasuteru Yamada ist 72 Jahre alt. Er hat früher an der Universität Metallurgie studiert und als Ingenieur gearbeitet.
Anfang April hat er die Initiative Qualifizierte Veteranen für das Atomkraftwerk Fukushima 1 gestartet, die mittlerweile ein gemeinnütziger Verein ist. Das soll helfen, die Regierung von dem Projekt zu überzeugen. Seine Idee, erklärt Yasuteru Yamada so. Meine Bekannten und ich haben nach dem Unfall intensiv darüber diskutiert, wie man helfen könnte, das Unglück einzudämmen. Dafür ist ein funktionierendes Kühlsystem unerlässlich. Aber das können nur Menschen aufbauen. Warum also nicht wir, die wir kein so langes Leben mehr vor uns haben? 2500 Personen haben Yamada und seine Freunde im Großraum Tokio kontaktiert. Davon haben 450 ihre Unterstützung signalisiert und 90 im Alter zwischen 60 und Ende 70 konkret zugesagt, im havarierten Atomkraftwerk zu arbeiten. Natürlich haben wir Angst vor dem, was da auf uns zukommen wird, sagt Yamada. Aber nichts zu tun, nur weil wir Angst haben, geht eben auch nicht. Katsuoku Sasaki, ebenfalls eine Freiwillige, ergänzt, ich habe schon Angst, auch wenn ich mir das alles nicht richtig vorstellen kann. Aber vor allem empfinde ich Mitleid mit all den jungen Menschen, die unter so schlechten Bedingungen dort arbeiten müssen, ihr Leben aber noch vor sich haben. Vielleicht will ich deshalb unbedingt helfen. Beide haben von den Fällen gehört, dass ungelernte Arbeiter, ohne es vorher zu wissen, im havarierten AKW Fukushima 1 eingesetzt wurden. Dazu direkt äußern wollten sie sich nicht, aber auch das hätte ihre Entscheidung, aktiv zu werden, gefördert. Reaktoren im japanischen Fukushima eine Kernschmelze stattgefunden hat oder stattfindet. Es war stets nur die Frage, wann sie zugegeben wird. Gut zwei Wochen nach der Katastrophe am 11. März wurde mit der gewohnt aufgehübschten Version herausgerückt, dass es eine partielle Kernschmelze gegeben habe, die ja nicht dauerhaft gewesen sein soll. Der verdummende Unfug wurde aber nicht allein von der Betreiberfirma TEPCO verbreitet, sondern auch vom Regierungssprecher. Und nun wird erneut nach dem bisherigen Verfahren vorgegangen, dass nur zugegeben wird, was nicht mehr abzustreiten ist. Beschrieben wird von japanischen Medien wie dem Fernsehsender NHK ein Super-GAU, ohne das Kind allerdings beim Namen zu nennen. Denn berichtet wird von der Tatsache, dass anders als bisher berichtet, der Großteil der Brennstäbe in Reaktor 1 geschmolzen und auf den Boden gefallen sei. Nun bleibt, nachdem die Arbeiter in den Reaktor vorgedrungen sind und den Wasserstand gemessen haben, auch TEPCO und der Regierung nur noch eine Erklärung dafür, warum weiter wenig Kühlwasser im Sicherheitsbehälter ist. So sprach Industrieminister Banki Kaeda vom Fakt, dass sich in den Behälter eingefülltes Wasser ausläuft, weil sich die geschmolzenen Brennstäbe durch den Reaktorboden gefressen haben. Banki sprach von einem Loch oder von mehreren Löchern, aus denen Kühlwasser auslaufe. Auch TEPCO spricht davon, dass es ein großes Loch oder Löcher geben müsse, aus dem oder aus denen Wasser austrete. Anders sei der anhaltend niedrige Wasserstand nicht zu erklären. Schließlich werden täglich 150 Tonnen Kühlwasser hineingepumpt. Ich übergebe nun das Wort an, wer möchte es denn erst so weit erklären, an den Herrn Huber, okay. Liebe Mit- und Mutbürger, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch über die Ausdauer sowohl der Verantwortlichen als auch von Ihnen, die Sie heute wieder an dieser Mahnwache teilnehmen. Ich selber bin hier am Sprecherpult zum zweiten Mal. Ich möchte das nicht auch inflationär. Ich möchte mich auch hier nicht profilieren. Ich möchte aber die Bürgerinnen und Bürger immer unterstützen, die sich in dieser Sache, die mir auch am Herzen und insbesondere am Herzen liegt, möchte ich durch meine Wortmeldung hier unterstützen. Gegenstand meiner kleinen Erörterung ist die, dass ich kurz nach dem Unfall im Radio ein Interview eines deutschen Managers gehört habe. Und dieser deutsche Manager hat sich etwas despektierlich über die Deutschen und ihr Verhältnis zur Kernkraft und zur Technik ausgesprochen. Er sprach von Moralaposteln, Angstbürger, Besserwisser und hat auf der anderen Seite die japanische Management und die Politiker dort und auch die Bevölkerung als stoisch beschrieben, die auch bei solchen Katastrophen souverän mit der Sache umgehen. Ich habe aber das Gefühl,
dass diese Angelegenheit eine andere Dimension hat, dass man sowas nicht bis in Anführungszeichen mit einer nur stoischen Reaktion abwettern kann. In der Zeitschrift Die Zeit war vor 2 Wochen ein hochinteressanter Artikel, und zwar der war überschrieben mit des Pudels Kern. Ein japanischer Philosoph hat hier in einem Artikel geschrieben, was eigentlich für einen Hintergrund politisch in Japan abgelaufen ist, dass sowas auch bezüglich dem Verhältnis zur Kernkraft möglich ist. Der Philosoph heißt Kenichi Mishima und er hat aufgezeigt, dass in Japan trotz dieser verheerenden Vorgänge im, zu Ende des Zweiten Weltkrieges am 6.8.1945, als in Hiroshima die erste Atombombe auf die Bevölkerung abgeworfen worden ist mit 260.000 Toten, 3 Tage später am 9.8.1945 in Nagasaki, dort wurde eine Zahl von 25.000 bis 75.000 Toten gezählt und man wundert sich, warum trotz dieser kollektiven, dramatischen Vorgänge die Japaner in Anführungszeichen solch ein stoisches Verhältnis zu ihrer Kernkraft haben. Der Philosoph sprach von einer Anti-AKW-Demo kurz nach der Katastrophe in Tokio, da waren 15.000 Normalbürger. Die Medien in Japan haben selber ganz zurückhaltend berichtet drüber. In Deutschland war in den Medien das aber der große Aufmacher, dass die sich auch doch mal gemeldet haben. Groß ist aber am selben Tag von dem Wahlsieg eines amtierenden Gouverneurs berichtet worden in Japan, der sich eindeutig zur Atomkraft bekannt hat und dann immer nur vom Wiederaufbau sprach. Meldung gegen die Atomkraft, die gibt es natürlich in Japan laut diesem Bericht des japanischen Philosophen schon auch früher. Ein Abgeordneter, ein studierter Atomingenieur warnt im Parlament vorher im Unterausschuss für Reaktorsicherheit 1997 wurde ein Buch publiziert, Erdbebenkatastrophe, Gedankenstrich zur Vermeidung eines atomaren Desasters. Auch der neueste Rücktritt des Sonderberaters des Ministerpräsidenten zeigt, dass da es anscheinend von einer bestimmten kleinen Gruppe von Wissenschaftlern einen resignativen Widerstand gibt. Aber man muss feststellen, es geht hier Profit vor Sicherheit. Die kritischen Wissenschaftler sind in der zweiten Reihe. Sie nennen sich etwas salopp der Anti-Atom-Club. Sie sind aber absolut isoliert. Dagegen, und jetzt zitiere ich direkt aus diesem Artikel, diesem Club steht ein gewaltiges Konglomerat von Atomindustrie, Wissenschaft und Politik gegenüber. Das Konglomerat nennt sich kokett Atomdorf. Der Club der Gegner hat gegen das Dorf keine Chance. Während in Deutschland sowohl Holger Strom als Klaus Traube mit dem Verdienstorden bzw. dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde, denkt der japanische Staat nicht daran, die ewigen Protestler unangenehme Sandkörner in Betriebe mit Orden zu ehren. Sie sind für den Staat bedauerliche, entgleiste Existenzen. Und es gibt es natürlich auch eine Analyse, warum das so ist. Da ist A, die Entpolitisierung der Jugend, B, die Befriedigung sozialer Konflikte durch ein hohes Konsumszenario, C, das, was wir auch hier erleben, die enorme Belastung von den neuen Arbeitsformen und D, und das ist jetzt aber der wichtigste Punkt, die Öffentlichkeitsarbeit der TEPCO. Diese Firma gibt pro Jahr Öffentlichkeitsarbeit 1 Milliarde Euro aus. Das ist etwas mehr wie Toyota
etwas wie, Entschuldigung, wie Toyota und Panasonic, weltweit agierende Firmen, und die TEPCO gibt in einem Jahr 1 Milliarde aus. Und diese 1 Milliarde Ausgabe gibt sie für Universitäten, sie unterstützt dort Lehrstühle, sie unterstützt TV-Werbespots mit Sportlern, Schauspielern, Talkshow-Größen und Zeitungen. Und das Gängige, was hier veröffentlicht wird, heißt dann: Japaner, haltet durch, Japaner, rafft euch auf, gemeinsam sind wir Japaner stark, Leute, seid nett miteinander. So funktioniert, und das ist das Abschließende, was hier dieser Philosoph geschrieben hat, so funktioniert die Entmachtung der Öffentlichkeit. So geht in Japan die von Jürgen Habermas vor inzwischen beinahe 30 Jahre sogenannte Kolonisierung der Lebenswelt durch Administration und Wirtschaft vonstatten. Legal, doch korrupt, gerichtsfest und doch kriminell ist die atomare Interessensgemeinschaft ein struktureller Dauerterror gegen das eigene Volk. Nun gibt es in Japan so eine Sondergeschichte. Es gibt eine Gruppe, die heißt Advertising Council. Das ist so ein Versicherungspool. Und wenn es mal einer Firma schlecht geht in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, dann unterstützen die anderen Firmen diese Gruppe. Dass ja diese Kommunikation bzw. das, was man PR nennt, immer schön auf das Volk herunterrasselt. Und darum, meine Damen und Herren, ist es unendlich wichtig, und das weiß ich auch als Politiker, dass wir immer sehr, sehr wachsam sind und dass wir diese Entwicklung der Öffentlichkeit teilweise auch durch diese Medien, dass wir der entgegentreten und hier auch selbstverantwortlich und eigenständig eine andere und neue Politik betreiben. Und darum ein Schlusswort von meiner Seite. Es gibt ja das Wort, wenn Stürme auftauchen, ja, dann ziehen die einen Mauern hoch und die anderen stellen Windräder auf. Ich hoffe, dass wir in Zukunft einige Windräder mehr haben. Dankeschön. Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir am Wochenende überlegt, was ich heute bei dieser Veranstaltung nicht nur in meiner Funktion, sondern auch als Person beitragen kann, um die Anwesenden, um die Menschen, um die Gesellschaft ein bisschen zu sensibilisieren. Auch in meiner Funktion musste ich feststellen, ist der Plan auch gut gelungen, stets erträgt er Änderungen. Als ich die Schilderung vor wenigen Minuten mitbekommen habe, dass sich sogenannte ältere Menschen zur Verfügung stellen, weil sie nicht mehr so viel Lebenserwartung haben, um den sogenannten jüngeren Menschen eine gesunde Existenz zu sichern, habe ich für mich gedacht, dieser Begriff Harakiri wird einfach ganz neu definiert durch solche Naturkatastrophen, die dann in Atomkatastrophen enden. Harakiri, aus dem geschichtlichen Hintergrund durchaus bekannt, ihren Höhepunkt am Ende des Zweiten Weltkrieges mit den sogenannten Piloten, die sich geopfert haben, um feindliche Ziele zu erreichen. Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, ich habe dann weiter für mich auf der Fahrt hierher folgende Erinnerungen bei mir wachgerüttelt. Erinnerungen aus meiner Zeit, wo ich noch ein paar Jahre jünger war, aus meiner Zeit, wo ich vielleicht das Thema Auswirkungen von Atomkatastrophen anders eingeschätzt und eingestuft habe. Damals, Anfang der 80er Jahre, als zum einen zum Beispiel die Stationierung von der sogenannten Überseeraketen, die Pershing auch bei meinem damaligen Heimatort, damals in Heilbronn, vorgezogen worden sind, haben uns diese Themen nur am Rande bewegt.
am Rande bewegt, weil für uns als junge Menschen damals andere Themen wichtig waren. Aber ein Film aus dieser Zeit hat mich sehr mitgerissen. Ein amerikanischer Film über ein mögliches Horrorszenario, The Day After, zu Deutsch Der Tag danach. Mir ist eine Schlüsselszene im Gedächtnis geblieben, als nämlich die Aussage getätigt worden ist, die Lebenden werden die Toten beneiden. Das waren für mich ganz, ganz schlimme Eindrücke, auch als junger Mensch. Ich konnte es bloß für mich nicht greifbar machen. Wenige Jahre nach diesem Erlebnis haben wir jetzt vor wenigen Tagen, wie gesagt, das negative Jubiläum 25 Jahre Atomsupergau Tschernobyl gehabt. 25 Jahre Tschernobyl, wenige Jahre davor in den Staaten mit Harrisburg. Und ich möchte nicht, dass irgendwann in wenigen Monaten oder in wenigen Jahren wir vielleicht einen Supergau in eines der bundesdeutschen AKWs haben. Aber auch Atomunfälle kennen keine Landesgrenzen. Wenn ich mir die Nachbarlandschaft angucke, wo ja zu der Atompolitik noch eine ganz, ganz andere Positionierung existiert, Stichwort schneller Brüder, muss ich sagen, wird mir Angst und Bange, weil Strahlen werden an der Landesgrenze nicht abgehalten, weil sie kein Einreisevisum haben. Strahlen gehen einfach hindurch. Ich denke, im Augenblick an den sogenannten Symptomen herumzudoktern, aber nicht beherzt an das Thema ranzugehen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist nicht das richtige Mittel. Ich hätte mir gerne gewünscht, dass bei den Veranstaltungen wie heute hier in Aachen bundesweit noch viel mehr Mahnwachen abgehalten werden würden. Leider ist auch eine sogenannte negative Geschichte wie eine Naturkatastrophe und deren Auswirkungen in der Nachrichtenlandschaft inflationär. Ich möchte euch, was ich heute Morgen in meinem Postfach gefunden habe, einfach kurz mal darstellen. Es wurde eines der prominentesten politischen Vertreter angefragt. Dr. Wolfgang Schäuble wurde angefragt, ob er denn für eine Podiumsdiskussion zu der Thematik Atomkraft und die zukünftige Regelung der Bundesregierung zur Verfügung steht. Dr. Schäuble hat diese Anfrage abgelehnt, ist untergetaucht und in einer Art und Weise, wie ich es einem sogenannten A-Klasse-Politiker mit Regierungsverantwortung einfach nicht preisen kann. Wir, Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sollten an diesem Thema nicht locker lassen. Und da bin ich ganz stolz, dass auch die Gewerkschaft, für die ich tätig sein darf, nämlich die IG Metall, bundesweit mobilisiert für den 28. Mai, wenn wir an verschiedensten Standorten in der Bundesrepublik gegen Atomkraft auf die Straße gehen wollen. Die Durchführungsorte, wo vielleicht hier in der Ortenau oder im Badischen für uns ganz, ganz naheliegend sind, wäre Freiburg. Und ich würde mich freuen, viele von euch, die auch bei den Mahnwachen dabei waren, an diesem Tag begrüßen zu können. Zum Ende meines relativ kurzen Beitrages, nicht weil jetzt gleich die Gemeinderatssitzung beginnt, sondern weil ich denke, dass man es auch bei den harten Fakten belassen sein sollte, möchte ich, wie gesagt, eine abschließende Anmerkung machen. Es reicht nicht, in dieser dramatischen Situation die Straßenseite zu wechseln und weiterhin in die falsche Richtung zu marschieren. Wir müssen spätestens jetzt als Gebot der Stunde alles dafür beitragen, dass die AKWs abgeschaltet werden, denn ich glaube nicht, dass wir noch eine zweite Chance bekommen werden. Vielen Dank. Noch was am Samstag, um 21. Da findet in Offenburg auch so eine kleine Demo-Aktion statt. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, Anti-Atom-Grundierung mit anschließendem Demonstrationszug durch die Fußgängerzugestraße, Freiburger Straße und im unteren Angel zum Büro des Offenburger Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Schäuble im Waldersweiler Weg. Der Beginn 10 Uhr am Offenburger Rathaus. Wer Interesse an
Fahrgemeinschaft oder so irgendwas hat, wir können uns nachher mal einfach hier gerne noch unterhalten. Sonst können wir uns auch einfach um 10 dort vor Ort treffen. Ich habe mal noch kurz korrespondiert mit dem Herrn Stein, glaube ich, heißt er, der das so organisiert für Offenburg. Es wäre toll, wenn man noch solche Konservendosen als Atommüll zusammenbaschen könnte. Es gibt wohl auch bei Compact oder bei Ausgestrahlt solche Vorlagen, die man ausdrucken kann. Dann kann man die Dose bekleben. Wer möchte, kann jemand auch eine Adresse geben von jemandem, der noch Plakate hat zum selber gestalten. Also ja, wer sich da mit einbringen will, alle Hilfe ist willkommen. Ja. Großer Dank, dass ihr gekommen seid. Danke an dich für die Musik. An unsere Gastredner auch ein großer Dank. Und ich soll euch jetzt noch sagen vom Herrn Huber, er hat hier unten noch solche kleine Postkarten, die darf man gerne mitnehmen, auch sonst die Flyer dürft ihr gerne haben. Und ja, ich werde mich freuen, wenn ihr gehen würdet halt am Samstag. Danke. Wie finden Sie, dass die NBW zusammen mit dem Kultusministerium Schülerwettbewerb Das ist für mich, ehrlich gesagt, wenn ich es mir überlege, klingt das für mich total nach Greenwashing, nach dem Motto, wir bezahlen mal nett ein bisschen Bildung, damit wir die Schüler, damit wir uns gut stellen mit den Schülern und hintenrum hinterlassen sie eure Generation auf Milliarden Jahre strahlende Atommüll. Finde ich total beschissen. Wie finden Sie Atomstrom? Also als diese Erzeugung durch Atomenergie, als es aufkam, war ich sofort misstrauisch und habe mich damals sehr intensiv damit beschäftigt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass also die Risiken, die damit verbunden sind, in überhaupt keinem Verhältnis stehen zum Nutzen. Wie finden Sie Atomstrom? Ich finde es unverantwortlich, weil wir einen Müll produzieren damit, wo wir gar nicht wissen, wohin damit. Es gibt keine Lösung für die Endlagerung der atomstrahlenden Abfälle. Und das kann man eigentlich überhaupt nicht verantworten. Sie hat sehr gut moderiert, wie immer. Ich möchte gerade noch darauf hinweisen, wir haben jetzt dann mit einem Treffen im Ratskeller drüben einfach wieder Pläne machen für die nächsten Wochen oder zumindest mal für die nächste Woche und diese Aktionen, wo jetzt hier in der Region anstehen. Und es wäre schön, wenn er vielleicht mitkommen würde, einfach, dass man sich da trifft und darüber diskutiert und auch, was man noch alles machen könnte. Jetzt zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben zwischenzeitlich hier Aufdrucker kleben lassen, einfach wegen unserem Bündnis hier in Aachen. Für 80 Cent können wir sowas erwerben. Ich denke einfach, Flagge zu zeigen in der Öffentlichkeit ist einfach gut. Und zuletzt möchte ich mich bei den Sprechern, auch bei euch Gäste hier alle bedanken. Schön, dass ihr gekommen seid und ich hoffe, dass wir uns alle wieder hier am nächsten Montag sehen. Danke für euer Kommen. Keine Antwort mehr, dann sei mir da.
Kultur noch allzu spät. Und erlaubt es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Fühle ich mich nicht allein. Kollektiv senden. Also ich möchte euch heute Abend ein bisschen was erzählen über meine Gedanken und meine Gefühle zur Kernkraft. Das erste Mal von der Kernkraft gehört habe ich, da war ich noch ganz klein, da hat mir mein Papa davon erzählt, von einer Katastrophe in Tschernobyl. Und da war die gerade 15 Jahre her, das war vor 10 Jahren etwa. Und hatte versucht, mir das mit den Strahlen zu erklären. Dass man mich nicht sieht, dass sie aber überall sind und dass die super gefährlich sind. Und dann habe ich Angst bekommen. Von diesem allgegenwärtigen Etwas, das ich sehen, nicht höre, nicht fühle, nicht rieche und finde, ich eigentlich gar nichts weiß, außer, dass es überall ist und dass es gefährlich ist. Mittlerweile weiß ich wesentlich mehr über Strahlung, aber die Angst habe ich eigentlich nie, bin ich nie losgeworden. Als ich dann zum ersten Mal gehört habe, dass da ein Erdbeben in Fukushima war, dass da ein AKW beschädigt worden ist und dass es möglicherweise eine Kernschmelze geben könnte, da war sie wieder da, die Angst. Und sie war wesentlich konkreter als früher. Ich kann einfach nicht verstehen, wie diese Gefahren, ja diese tödlichen Tatsachen, wie das jemand kalt lassen kann, wie man sowas ignorieren kann, wie man trotzdem so stumpf auf der Kernkraft beharren kann. Doch die Argumente für die Kernkraft, jedem, der sich etwas mit dieser Sache wirklich auseinandersetzt, als willkürlich und falsch erscheinen müssen. CO2-freier Atomstrom, ja klar, wenn ich die Verlagerung des Atommülls nicht beachte, die vermeintliche Wiederaufbereitung vergesse, Transportemissionen vernachlässige, den Uranabbau und die Anreicherung ignoriere und vielleicht noch den aufwendigen Bau eines solchen Reaktorkomplexes vernachlässigen, stimmt, dann könnte Atomstrom tatsächlich emissionsfrei sein. Aber faktisch ist das schlichtweg falsch. Weniger Atomstrom? Stimmt. Die Subventionen der Bundesregierung machen diesen Strom billig. Aber auch nur, wenn man nicht bedenkt, dass der Staatshaushalt mit unseren Steuermitteln bezahlt wird, dass die AKW-Betreiber meine Schulbücher bekommen und den Kita-Platz von meiner Nachbarin. Atomkraft schafft Arbeitsplätze? Wahrscheinlich stimmt es. Aber wer sagt denn, dass es ohne Kernkraft keine Arbeitsplätze mehr gibt? Auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien werden wohl genauso viele Arbeitsplätze geschaffen werden, wenn nicht sogar mehr. Und diese Arbeitsplätze werden weitaus sicherer sein, als die in einem Kernkraftwerk. Und wer diesen Nervenkitzel braucht, der kann ja gerne noch bis in 20 Jahren einen der abgeschalteten Reaktoren bewachen, in Asse oder in Lubmin, mit Atommüll kuscheln, in Tschernobyl oder Fukushima, in einem der reparierten Reaktoren arbeiten oder beim Rückbau der abgeschalteten Reaktoren hierzulande finden. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Gestern habe ich einen Zeitungsartikel entdeckt. Die Überschrift war, also war auf der Titelseite, ein nicht kalkulierbares Risiko für die Sicherheit. Immer mehr Politiker fordern Stilllegung des Kernkraftwerks Fessenheim. In dem Artikel ging es darum, dass immer mehr Politikerinnen hier aus der Region und aus den angrenzenden französischen Regionen fordern, die Stilllegung des Kernkraftwerks umgehend einzuleiten, es dauerhaft stillzulegen, da ein Weiterbetrieb im Interesse der hier lebenden Menschen nicht verantwortbar sei. Es läge in einer der seismisch aktivsten Zonen in Deutschland und Frankreich und sei weder gegen einen Flugzeugabsturz noch gegen einen terroristischen Anschlag ausreichend gesichert. Wenn es dann um den Terror geht und die möglichen verheerenden Folgen eines solchen Anschlags auf ein AKW, frage ich mich immer, wer ist denn jetzt eigentlich schlimmer?
mit Herrn Quist, der eine solche Möglichkeit tatsächlich nutzt, oder die Politikerin und AKW-Betreiberin, die eine solche Möglichkeit überhaupt erst schaffen. Solche Artikel über Politikerinnen und Privatleute und Wirtschaftsmenschen, die sich gegen die Atomkraft aussprechen, das sieht und hört man mittlerweile immer öfter. Man könnte fast schon glauben, dass sogar die CDU einlenkt. So hat zum Beispiel die Kanzlerin, unsere Frau Merkel, kurz vor der Wahl in Offenburg auf einer Wahlveranstaltung gesagt, sie sei froh, dass die Katastrophe in Fukushima ihr und ihrer Partei Dinge ermöglicht haben, die zuvor so für sie nicht möglich gewesen wären. Meiner Meinung nach ist es ein Armutszeugnis, wenn die deutsche Politik erst wieder eine Katastrophe braucht, um sich über solche lebenswichtigen Dinge Gedanken zu machen. Es ist traurig, sagen zu können, dass ich mit meiner Angst vor der Atomkraft immer recht hatte. Tschernobyl, Harrisburg, Three Mile Island und gerade jetzt auch Fukushima haben uns gezeigt, dass das Restrisiko keine abstrakte Idee von verrückten oder pessimistischen Professoren ist, sondern grausame Realität. Ja, eigentlich ist es super. Einführung oder inhaltliche Beschreibung von dem, was wir jetzt eigentlich vorhaben, der Arnold und ich. Ich glaube, es ist jetzt die 9. oder 10. Mahnwache, die wir hier machen. Wir sind hier immer noch eine relativ große Gruppe, obwohl das Thema eigentlich kaum noch diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Wir haben jetzt mal überlegt, hier wurden viele Worte gesprochen, wir möchten euch jetzt mal auch beteiligen, uns den Initiatoren. Stellen wir wieder die Frage, wie machen wir euch weiter? Die Mahnwachen sind, denke ich, ein sehr wichtiges Zeichen. Aber wie kann sich das auch vielleicht in einer politischen Aktion noch weiter umsetzen? Wir sind da offen. Wir haben deshalb gesagt oder uns überlegt, dass wir mal Plakate auslegen und euch und Sie bitten, einfach mal aufzuschreiben, was Sie noch für Ideen haben. Sollen wir weitermachen mit diesen Mahnwachen? Welche Ziele gibt es da? Das wäre ein Plakat und das andere Plakat, mein Gemahl ist ja hier vor dem Rathaus. Vielleicht gibt es ja auch von uns Bürgern Wünsche an Politiker. Hier ist ein Briefkasten. Hallo. Hier ist ein Briefkasten und wir haben gesagt, wir möchten mal an Politiker einfach unsere Anregungen auch schicken. Die Käthe hat schon gesagt, dass es hier in der Ortenau sehr viele Städte gibt, die sich kritisch mit Fest-Essenheim auseinandersetzen. Vielleicht wäre das sowas ja auch eine Forderung hier mal an den Stadtrat. Und wir möchten bitten, dass Sie jetzt einmal auf das Plakat von mir aus rechts aufschreiben, wie soll es weitergehen, was gibt es für Ideen, wie sollen wir weitermachen mit diesem Mahnwachen. Und auf dem linken mal aufschreiben, was wir eigentlich als Bürger, als Demokraten von Politikern einfach fordern. Beteiligt euch. Wir haben Stifte. Der Arnold hat mal 2. Ich habe auch noch 3 oder 4 bei mir in der Tasche. Und dann gucken wir mal, was da zusammenkommt. Sonnenblumensetzlinge gezogen und falls jemand von euch eine haben möchte, da vorne stehen die, ihr könnt euch einfach welche wegnehmen, irgendwo in den Garten setzen oder irgendwo in der Stadt, auf so eine Verkehrsinsel oder so, ein bisschen gießen und dann werden die ganz groß und ganz schön und ganz gelb und dann leuchtet unsere Stadt ein bisschen mehr. So, bitte schreiben. Ja.
Der Stehleger. Schreibt mir noch ein paar. Ich möchte mal an der Stelle jetzt einfach was sehr Persönliches sagen, ob die Politik darauf auch reagiert. Arnold, habe ich jetzt irgendetwas vergessen? Ja, also der Patrick hat vorhin alle erwähnt, bloß sich selber nicht. Also er gehört auch zu dieser Mahnwache, auch zu den treibenden Kräften. Ich denke, er hat auch mal an dieser Stelle einen Applaus verdient. Noch die Jessica einfach noch loben und danken. Ich denke, das ziehen wir heute einfach vor. Sie macht es immer ganz toll und ich finde das auch gut, dass sie weiterhin uns zur Verfügung steht. Ja. Ja, dann als nächstes, wir haben zwischenzeitlich, wir wollten auch extra ein Zeichen für Aachen setzen. Wir haben hier Aufkleber, wo unser Bündnis draufsteht und Aachen. Wenn jemand Lust hat, für 80 Cent könnt ihr das erwerben zum Selbstkostenpreis. Und ich denke, es ist einfach auch schön, wenn wir für Aachen hier auch Zeichen setzen und Flagge zeigen. Ja. Ich habe auch noch ganz kurz was für euch. Und zwar zum einen waren ja am Samstag diese Anti-Atom-Demo in Offenburg bei Eberhard und noch ein paar hier vom Bündnis. Wir waren anwesend und haben da feste mit demonstriert und geschrien, deswegen sind manche vielleicht teilweise auch noch ein bisschen heißer. Wir haben auch viele Atommüllfässer gemacht und vom CDU-Büro aufgestellt. Da gibt es auch Bilder, wer die haben möchte, kann die auch gerne haben. Das Anti-Atom-Demo, was muss denn noch passieren? Rund 60 Atomkraftgegner zogen am Samstag von der Innenstadt zum Wahlkreisbüro von Finanzminister Wolfgang Schäuble. Der Widerstand gegen die Atompolitik lässt nicht nach, auch in Offenburg nicht. Kundgebung vor dem Rathaus und einem anschließenden Marsch zum Wahlkreisbüro des Finanzministers und Offenburger Bundestagsabgeordneten Wolfgang Schäuble haben über 60 Kernkraftgegner am Samstag gegen die Energiepolitik der Bundesregierung protestiert. Es war das Wochenende, an dem aus verschiedenen Gründen 13 von 17 Atomkraftwerken in Deutschland stillstanden. Jessica Meudenthaler ist extra aus Aachen gekommen. Sie organisiert auf jeden Montag die Mahnwache. Klaus Michael Ganter verteilt Flugblätter und wirbt für sein Unternehmen, das sich für Ökostrom stark macht. Fahnen werden geschwungen. Auf der Treppe vor dem Rathaus türmen sich kleine Dosen mit dem Atomstrom-Emblem. Am Stand gibt es Sticker mit dem Slogan Atomkraft, nein danke zu kaufen. Kurz nach 10 Uhr greift Martin Stein zum Megafon. Der Mann aus Appenweier, der für die Grünen im Gemeinderat sitzt, ist einer der Organisatoren der Umgebung, die im Rahmen der bundesweiten Dialogwoche des Netzwerks Campaign and Action stattfindet. Er freut sich über den Zuspruch an diesem herrlichen Frühsommertag. Dass sich unser Volksvertreter Herr Schäuble der Diskussion nicht stelle und schweige, mache den Widerstand umso nötiger. Wir fordern, die Atomkraft endgültig abzuschalten und endlich den Weg für erneuerbare Energien freizumachen. Die schwarz-gelbe Bundesregierung mache nicht nur weiter Atommüll, sondern bezeichnet die Atomkraft uneinsichtig als Brückentechnologie. Es fehlen nach wie vor konkrete Ausstiegsfahrpläne. Die Regierung spielt weiter auf Zeit. Stein bezichtigt die Atomkonzerne, Lügen, Halbwahrheiten und Drohungen zu verbreiten. Es würde die alte Angst geschürt, dass in Deutschland die Lichter ausgingen,
wenn auf Atomstrom verzichtet werde. Auch das Gerede von steigenden Strompreisen diene vor allem der Panikmache. In Wirklichkeit schwächt die Stilllegung der Atomkraftwerke nur das Monopol der Verstromkonzerne. Die Bevölkerung werde für dumm verkauft. Die Energiewende ist auch ökonomisch ein Gewinn, betont Stein und verweist darauf, dass jede Investition in Wärmedämmung und erneuerbare Energien Arbeitsplätze schaffe und zusätzliche Steuereinnahmen generiere. Dies alles zeigt, dass eine sofortige Energiewende nötig und auch möglich ist. Die Bürgerinnen und Bürger seien nicht machtlos, sondern könnten bei Wahlen das Geldzettel verteilen und den Stromanbieter sowie die Bank frei wählen. Wenn wir unser Erspartes in Windkraft und Photovoltaik investieren, haben wir nicht nur Gewinne, sondern eine nachhaltige Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder. Stein zeigt sich optimistisch, dass eine wirkliche Energiewende von unten möglich sei, wenn möglichst viel Energie gespart und das technische Know-how für Energieeffizienz eingesetzt werde. Nutzen wir die Gunst der Stunde, schalten wir die Atomkraft endgültig ab. Eine etwas kleinere Gruppe zog anschließend über die Wasserstraße und die Vogesenstraße zu Schäubles Wahlkreisbüro, wo der Protest mit einer Abschlusskundgebung endete. So viel zum vergangenen Samstag. Und der kommende Samstag, da findet ja in Freiburg auf dem Stühlinger Platz direkt hinter dem Bahnhof diese große Kundgebung und die Demo statt. Ich kann mal meinen Zettel. 13 Uhr Stühlinger Kirchplatz. Wer sich uns anschließen will, der würde uns um 11.15 Uhr am Bahnhof in Aachen treffen. Es besteht die Möglichkeit, gemeinsam dann Baden-Württemberg-Tickets zu kaufen, die Gelder für Personen. Das wären dann ca. 6 Euro pro Person. Ja, genau, das wär's. Danke. Einen haben wir hier noch vergessen, der im Hintergrund einen Dienst macht, der aber sehr, sehr wichtig ist, der Klaus Huber, der einfach eine ganz tolle Pressearbeit organisiert. Und ein ganz schöner Applaus wert, weil es ist ein sehr wichtiges Geschäft und vor allen Dingen, es läuft einfach sehr zuverlässig. Ja. Und ich weiß, was das bedeutet, ja, sowas immer zu schreiben, zu veröffentlichen, Kontakte zu halten. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön. Ohne dieses Engagement wäre es sicher so auch nicht gegangen, dass das so ein Bewusstsein drin bleibt. Wir lassen jetzt einfach mal die Plakate noch liegen. Wer noch was draufschreiben will, bitte draufschreiben. Wir sollen die da noch ein bisschen hoch machen, damit man es noch aufnehmen kann. Ja, in diesem Sinne sage ich einfach Tschüss, bis nächsten Montag. Euch haben wir ganz vergessen, euch auch noch zu danken. Hannes Wader ist natürlich immer richtig klasse. Ja, vielleicht kommt noch Hannes Wader. Kommt noch Hannes Wader, ey, richtig gut, ja, freut uns. Und das schließt es anders an. Ja, wir haben Hannes Wader gewählt. Das erste Lied, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen, gibt mir und der Babs Kraft. Das zweite Lied erzählt auch, Nazi Wittmann hat ein Gedicht gemacht, Leben einzeln und frei. Hannes Wader hat es vertont. In diesem Gedicht, in dem Lied, wird vom Widerstand gesprochen, von langen Atem, dass wir viel Kraft brauchen für langen Widerstand. Und ich denke, dieses Bündnis hat aufgezeigt, die vielen Mahnwachen, wir haben die Kraft und wir werden durchhalten. Das Lied Leben einzeln und frei. Sag, bist du bereit, dich mit aller Kraft zu wehren? Viele Kämpfe zu bestehen, was gut genug. Seinen langen schweren Weg gemeinsam mit uns lieb. Oder willst du deine Kraft verschwenden im Alleingang gegen eine ganze Welt? Und zum Schluss in trauriger Legende dazu stehen als gescheiterter Held. Leben einzeln und frei, kein Baum und dabei, jeder nicht wie ein Wald. Es lehnt so nicht an. Sie gibt uns Halt in unserem Kampf gegen die Dummheit, den Hass, die Gewalt. Wir werden im Zorn, wir werden im Streit. Uns kennt die Vernunft und die Zeit. Sag, bist du bereit, mit aller Kraft zu wehren, die Kämpfe zu bestehen?
keine Zeit, uns auszuruhen. Nichts wird sich von selbst nach vorn bewegen. Darum zählt doch nur das, was wir tun. Wenn einzeln und frei, wie ein Baum und dabei, widerlich wie ein Wald, diese Sehnsucht ist frei. Sie gibt uns Halt mit unserem Kampf. Gegen die Dummheit, dem Hass, die Gewalt, den Gefährten im Zorn, den Gefährten im Streit, gibt uns Kämpf, die Vernunft und die Zeit. Gibt uns Kämpf, die Vernunft und die Zeit. Wieder eine neue Beispiele, recht gut. Kannst du das denn irgendwie von der Kunde mal lernen lassen? Weil das Lied ist so hoch. Ihr könnt ja was dazu sagen, wenn ihr möchtet. Wir sind gegen Atomkraft schon. Ja, das ist schon klar. Und für was werden jetzt die Sonnenblumen gesetzt? Die symbolisieren unsere Anti-Atomkraft-Sonne und sie sind schön und groß und gelb und binden CO2. Okay. Hallo, Zita. Was? Das war ein schönes Blümchen. Was ist das? Was für ein? Eine Sonnenblume. Strahlende Wasserbeflügel. Und wofür ist die denn da jetzt? Für die Sonnenenergie und Leuchtkraft. Ein Symbol des Menschens, ein strahlendes Wohl. Das ist aber schön. Das gab es bei der Mahnwache hier. Und lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Wir fahren auf alle Gefahren, nur auf sich selbst gestellt zu überstehen. Muss einsam leben und mit den Jahren auch an sich selbst zugrunde gehen. Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Weil sind heute auch keine Sorgen, und denkt mir keine Antwort mehr. Dann sei mir da, schon trag ich morgen, dann alle wird nur noch halb so schwer. Und lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Fühle ich mich nicht allein. Ich darf ganz herzlich die Frau Dombrowski-Weiß, Robinski, begrüßen, die heute als SPD-Bundestagsabgeordnete zu uns sprechen wird. Für die Menschen, die jetzt in Japan nicht wissen, wie es weitergeht, wie mit dieser Kernkraft, und Kraft ist wahrscheinlich das falsche Wort, das haben Sie ja mal gesagt, ja, also, was war das Alternativwort? Sünde. Sünde, mit dieser Sünde leben müssen. Ich habe gestern von einem Bauer gesehen, ja, wie im Schwarzwald in der Ortenau, der muss seinen Hof verlassen, ja, der stand da mit seinen Rindern und Viechern, weiß, da lebt er noch 3 Tage und hinterher wird er nie wieder in dieses Gebiet reinkommen. Also, finde ich schon also sehr anrührend, ja, sowas danach einfach zu sehen. Das war das Ziel dieser Mahnwache, einfach mal an diese Menschen zu denken. Ich denke, wir müssen auch andere Formen jetzt finden, wie man das politisch noch weiter umsetzen, ja. Dennoch, eine Schweigeminute für die Menschen in Japan. Thank you.
ganzen Mahnwache immer, um mediale Bilder zu verorten. Ein Problem, wo wir haben, wir sehen wahnsinnig viel, wir wissen gerade mehr, das Tatort ist Realität, was das Killerspiel oder sonst was, ja, und ich denke, das war auch Sinn und Zweck dieser, oder ist einfach Sinn und Zweck dieser Mahnwachen, das hier zu verorten, lokal, was global passiert. Ich möchte Ihnen jetzt das Wort geben. Ich freue mich, dass Sie da sind, darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ja, Herr Schneider, lieber Eberhard, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung, heute an dieser 14. Mahnwache mit dabei sein zu können. Und wenn ich jetzt da sehe, Atomkraft, nein danke, dann könnten wir doch eigentlich sagen, ja, das haben wir geschafft, Atomkraft, nein danke. Denn spätestens in 11 Jahren, nein, in 10 Jahren, nämlich 2021 soll es keine Atomkraft mehr in Deutschland geben. Eigentlich, diese Forderung der Ethikkommission ist ja gestern vorgelegt worden, die Kanzlerin hat darauf reagiert, eigentlich kann ich Ihnen als Organisator, als Initiator dazu gratulieren, dass Sie es geschafft haben. Wir werden keine Atomkraft haben. Doch, was ich bedenklich finde, ist, dass dieser Konsens, der jetzt vorgelegt wurde, ja schon mal vor 11 Jahren, nämlich von der damaligen rot-grünen Bundesregierung vorgelegt worden ist. Und ich finde es fast unverantwortlich, dass wir nicht weiter sind nach 11 Jahren, als mit den Forderungen, die heute auf dem Tisch liegen, die jetzt ausgehandelt werden sollen. Wir wissen natürlich, dass Fukushima hier den letzten Anstoß gegeben hat. Oft ist es wichtig, dass solche Katastrophen offensichtlich nicht vonnöten sind, um auch hier die Verantwortlichen in der Politik voranzutreiben. Und Sie haben das Bild von den Bauern gebracht, der da jetzt dann nicht weiß, wo er hin muss. Sie wissen ja auch, dass jetzt immer wieder in Gruppen die Bewohner von und um Fukushima herum in ihre Häuser dürfen, um wenigstens ja, ihnen wichtige persönliche Dinge holen zu können und auch einfach wichtige Papiere, die sie seinerzeit eben nicht mitnehmen konnten, in dem Wissen, sie können ja nie mehr leben, nie mehr, weil eben dieser ihr Lebensraum verstrahlt ist, verseucht ist. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen und ich kann nur hoffen, dass wir hier auch international tatsächlich auch eine echte Hilfe für diese Menschen haben, dass sie auch woanders ihren Lebensraum finden. Wir haben einen Lebensraum, sie wehren sich gegen eine mögliche Verstrahlung, gegen all das, was die Atomenergie, das, was dann als Müll übrig bleibt, mit sich bringen wird. Und dass es jetzt tatsächlich so weit gekommen ist, liegt ja auch mit an Ihnen. Denn diese Bundesregierung, das wissen Sie, hatte ja den Ausstieg aus dem Ausstieg auf ihrer oder in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Sie haben die Laufzeiten unnötigerweise verlängert. Sie haben hier der Atomlobby nachgegeben. Ist jetzt alles in trockenen Tüchern? Haben wir jetzt alles erreicht? Ich denke, wir müssen sehr wachsam sein. Und ich glaube auch, dass auch in Zukunft solche Mahnwachen, solche Bilder, von denen Sie sprechen, notwendig sein werden. Denn ich glaube nicht so recht an diese Veränderung. Da gibt es einfach noch zu viele Fragen in diesem sogenannten Atomkonsens. Und ich sehe hier die Antworten noch nicht. Mir sind so Dinge suspekt wie Standby-Modus eines Kernkraftwerkes. Technisch gesehen ist es gar nicht möglich, sofort auf einen Bedarf an Energie zu reagieren. Ein Kernkraftwerk braucht mindestens eine Woche. Das heißt, ich muss auch wieder zu anderen Kraftwerken möglicherweise zurückkommen, um hier
eine Sicherheit an Energie zu gewährleisten. Bislang sind ja auch Atomkraftwerke eigentlich nur dann sinnvoll für die Grundlaststrom, aber nicht für Spitzenzeiten, für Engpässe, die dann plötzlich auftreten. Und dann hat es auch für perfide, etwas vorzuhalten, was mindestens 50 Millionen Euro pro Jahr kosten würde. Also das sind sicherlich noch auch so Ungereimtheiten. Und da bin ich auch sehr gespannt, was auch jetzt hier die Regierung dem Parlament vorlegen wird. Denn bislang haben wir darüber noch nichts gehört. Ich denke, wir müssen hier weiter, wie ich es gerade schon sagte, wachsam bleiben und für eine echte Energiewende werben. Und die ist möglich. Nur, wie ich ja vorher schon sagte, vor 11 Jahren waren wir schon mal an diesem Punkt und haben leider diese Zeit nur halbherzig genutzt, um in erneuerbare Energie, das war in ihrer Gesamtheit, zu investieren, die zu erforschen. Wir wissen es. Das ist jetzt die Sicht auf die nationale Situation. Wir haben aber, oder auch gerade wir auf dem Grenzbereich, sollten auch einen Blick auf die mindestens europäische Situation werfen. Wir haben 143 Kraftwerke, Atomkraftwerke in der Europäischen Union. Und ich denke, da sind Sie auch mit mir einer Meinung, dass es hier 143 Atomkraftwerke zu viel sind. Das heißt also, wir müssen auch hier oder gerade auch in dieser Frage europäisch denken. Denn Sie wissen, während die Bevölkerung in Deutschland in ihrer überwiegenden Mehrheit die Atomenergie ablehnt, ist die Zustimmung in Frankreich genau umgekehrt hoch. Und als ich vor einigen Monaten oben in der Normandie in La Hague war, dort wo die Brennelemente aufbereitet werden, da gab es keine Protestschilder gegen die Atomkraft, sondern gegen Windkraftanlagen. Also eher etwas, wo wir sagen, unverständlich. Das heißt also, wir müssen hier auch europäisch denken, unsere Nachbarn davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist, uns auch hier gegen die Widerstände von nationalen Regierungen, aber auch eben gegen vor allen Dingen der Atomlobby, gegen die Atomenergie durchzusetzen. Und ich denke, wenn ich jetzt auch diese Sonne sehe, Sie kennen alle den Spruch von Greenpeace aus den Anfang der 70er Jahren, erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fisch gefangen und der letzte Fluss vergiftet worden ist, dann werden wir merken, dass man Geld nicht essen kann. Und in diesem Sinne, denke ich auch, müssen wir deutlich machen, dass wir nur diese eine Erde haben. Aber ich möchte auch daran erinnern, das hat auch etwas mit uns zu tun, mit unserer Einstellung zum Thema Energieverbrauch. Und ich war heute Vormittag in einer 10. Klasse, wo ich dann auch gefragt habe, wo Sie denn bereit wären, auch Energie einzusparen. Es wurde sehr zurückhaltend nur beantwortet. Das heißt also auch wir müssen akzeptieren, wenn wir denn auch Energie aus erneuerbaren Energiequellen haben, dass die transportiert werden müssen, dass Windkraftanlagen natürlich in schönen Landschaften nicht unbedingt unserer Ästhetik zugutekommen, müssen wir bereit sein zu sagen, ja, wenn wir keine Atomkraft wollen, keine Energie aus Atomkraft, dann brauchen wir tatsächlich dann auch durchaus auch Anlagen, die wir nicht immer sehr schön sind, die uns möglicherweise stören. Aber ich glaube, dass es notwendig ist und dass wir auch eine Verantwortung haben, wir, diese Generation, die wir davon profitieren, dass wir auch uns dafür einsetzen, genau diese Schäden, die da sind, dass wir uns darum kümmern, die zu beseitigen oder eben andere Energiequellen zu forcieren, damit nicht die Jungen, die da sind, dafür eines Tages werden bezahlen müssen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Wir
sind ja ganz viele Junge da, was Sie ja auch gesagt haben, und diese Initiative lebt einfach auch von diesen Generationsvergleichen. Deshalb ist das auch mit sehr Berufslinien verbunden. Und diese Gestaltung ja, der Zukunft, das ist wirklich ein riesiges Anliegen. Ich fand es toll, was Sie gesagt haben. Es ist eine Anfrage an uns, wie gehen wir weiter mit Energie? Da merke ich, dass Japan, ja, das globale 10.000 Kilometer weit weg, ja, uns hier auch berührt. Das ist eine Anfrage, wie wir mit so Dingen umgehen. Wir haben schon mal einen Abend gehabt mit Ihnen, ja, wo Sie schon mal erzählt haben, wie man alternativ auch sparen kann. Und für mich ist eigentlich so die Frage, wie machen wir hier weiter? War auch das letzte Mal. Ja, wie können wir über die Mahnwache hinaus uns genau mit solchen Fragen auseinandersetzen? Wachsam sein, das ist auch der Sinn dieser Mahnwache. Ja? Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiges Zeichen. Ja, in diesem Sinne darf ich jetzt noch hinweisen, die Jessica und der Eberhard haben mir das gegeben, einmal auf Verlautbarung, die heute jetzt unmittelbar gekommen sind, auf das, was die Bundesregierung heute Nacht beschlossen hat. Einmal warnt ausgestrahlt.de, setzt sich da sehr kritisch mit auseinander. Man soll an Abgeordnete im Bundestag ein Protestpäckchen schicken und sie dann daran erinnern, dass die große Mehrheit der Bevölkerung umgehend aus der Atomenergie aussteigen soll. Aber ich dachte, das darf man vor allen Dingen natürlich dann auch an die Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU und der FDP schicken. Das denke ich schon, ja. Ich fand es jetzt so spannend, weil hier gerade eine Bundestagsabgeordnete neben mir steht. Habe ich das jetzt als erstes, nicht um Ihnen mitzugeben, aber ich habe viel mehr Zeit, ein assoziatives Denken. Ja. Informieren Sie sich über die ab Pfingsten geplanten Blockaden von Atomkraftgegnern. Ich entnehme diesem Schreiben, dass die Mahnwachen bundesweit weitergehen. Ja? Also, Eberhard. Das stimmt so, die Mahnwachen gehen weiter. Also von daher, Jessica, steht eben alles nichts im Wege, dass wir erstmal weitermachen. Was ich aber glaube, wir müssen es doch mal verändern. Also nicht die Mahnwache, sondern wir müssen zusätzlich noch was machen. Ja? Dann hat Greenpeace sich sehr kritisch geäußert. Ja? Kann ich mal kurz vorlesen. Greenpeace, das ist von heute Mittag eine Stellungnahme. Greenpeace reagiert bestürzt auf den Atomdeal zwischen den Koalitionsparteien von heute Nacht. Entgegen dem Versprechen von Bundeskanzlerin Merkel, aus der Atomkraft so schnell wie möglich auszusteigen, sollen die letzten deutschen Atomreaktoren frühestens im Jahr 2022 vom Netz gehen. Es bleibt unklar, ob ein parlamentarischer Beauftragter für die Energiewende eingesetzt werden soll. Damit könnte den Atomkonzernen Tür und Tor geöffnet werden, den Atomausstieg noch weiter zu verzögern. Greenpeace sagt, absolut inakzeptabel. Ein Ausstieg bis 2022 ist nicht der schnellstmöglichste, den sie versprochen hatte, also die Frau Merkel, sondern ein unverantwortlich langsamer Ausstieg. Merkel hat ihr Wort gebrochen und nichts aus Fukushima gelernt. So setzt sie Millionen von Menschenleben noch 11 Jahre unnötigerweise einer hohen Gefahr aus. Das ist die Stellungnahme erstmal von Greenpeace. Auch das sind Gründe, dass wir hier weiter ein Stachel in der Stadt bleiben. Heute kommen leider keine Politiker hier durch, ja, ansonsten ist ja immer Stadtratssitzung und die müssen dann immer hier durch bis 6:30. Ja. War schon spannend, ja, auch für die Gesichter danach zu sehen. Ja, soweit mal, wir machen weiter. Wir überlegen, was wir noch tun können. Ich denke, das ist ein Thema unserer Generation mit eurer Generation zusammen. Wir haben eine Verantwortung für eure Zukunft. Ich weiß nicht, ob ihr Felix Finkbeiner kennt. Kennst du den? Ein 12-jähriger junger Mann, der im 9. Jahr zum ersten Mal ein Referat in der Schule gehalten hat, feststellt, welchen Öko-Chaos wir leben. Und der hat dann begonnen, Bäume zu pflanzen. Weltweit, genau. Angeblich hat er schon Millionen gesammelt. Ja, da gibt es da Filme drüber. Finde ich richtig klasse, dass wir junge Leute das machen. Könnt ihr mal in YouTube gucken, Felix Finkbeiner. Ja, ich bin echt fasziniert. Schüler habe ich das auch schon gezeigt. Ja. Ich denke, ihr müsst aktiv werden. Und der Felix Finkbeiner steht mal da vor der UNO, da war der eingeladen, mit 12 Jahren, ja, war der eingeladen, und hat gesagt, also, für euch ist das ja alles nicht mehr so wichtig, da hat meine Generation gemeint, ihr lebt vielleicht noch 30, 40 Jahre auf dem Planeten, wir leben noch 70 Jahre. Wir haben hier noch was vor mit dem Planeten. Also ich denke, das ist das genau nochmal auf den Punkt gebracht. Erst nochmal einen herzlichen Dank an Sie, ja, für Ihre Worte, ja, dass Sie das akzeptiert haben. Arbeits mit Musik und laden wir ein zum nächsten Montag. Sind wir wieder alle da? Nächste Woche wird übrigens ein junger Mann aus dem Karakol sprechen. Ja? Und der wird mal aus Perspektiven von Jugendlichen sagen, was so Beschlüsse mit ihm machen. Finde ich dann richtig gut.
So, vielen Dank und. Wie Sie sich das vorstellen. Danke. Es lebt sich jetzt aus einem verstrahlten Stern, aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Aller Wahrscheinlichkeit nach, Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Wir haben wieder eine kleine begrenzte Zeit, ist etwa 6:30. Wir möchten dann ja hochgehen in die Bürgersprechstunde. Heute wurde ja der Atomausstieg beschlossen. Das heißt, unsere Initiative hat soweit auch Erfolg. Die kann man schon mal Beifall geben. Danke. Ich denke, ja, das wird hier eine wichtige Aufgabe auch an. Und ich sehe es einfach mal als guten Abschluss, hier nochmal Politiker zu fragen, die hier mit Bürger vorbeigegangen sind, wo auch sie eigentlich stehen geblieben sind und dass wir als Bürger dann eben zu den Politikern gehen. Das heißt, wir werden uns jetzt zeitlich einfach etwas beschränken und freue mich ganz doll, dass wir wieder eine ganz super Musik haben. Diesmal auch so witzig, das war so, beim letzten Mal hat es mich einfach an den Füßen gefuttert. Ich hoffe euch auch, ja, ihr habt das so toll gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht. Und heute habe ich die Texte mitgebracht und wir versuchen es jetzt einfach mal mit
Sehr liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitschreiberinnen und Mitschreiber, das erste Lied von Mutter Schwübele ist Anfang der 70er Jahre in abgeändertem Text entstanden. Entweder, ich weiß es nicht mehr genau, von Walter Mossmann oder von Jos Fritz. Aber das Lied ist zwar uralt, aber der Text total aktuell und wir fanden ihn einfach gut. Deswegen wollten wir das Lied singen und auch die Bitte vom letzten Mal hin haben wir kopiert. Und jetzt versuchen wir es einfach. Mutter Schwübele, da kommt der Wind. In Mutter Schwübele, da kommt der Wind. Der Wind sei vorne, nicht so wie Zeitung sei. Der Wind sei vorne, die los im Wind. Der Wind sei vorne, die Hände jetzt kommt. Der Wind sei vorne, die Hände jetzt kriegt. Der Krieg, der donnert, der kommt nicht von auswärts. Der Krieg, der kommt aus ihrem eigenen Land. Sind nicht Franzosen, sich große sind nicht Franzosen, sich große Geld. Die reiche Herren entbauen oder ausgebaut. Die brauchen Arbeitszeit für ihre Fabrik. Weil der Atomstrom gleich große bei der Atomstrom geht viel Profit. Jetzt kommt's an Atomkraftwerk und da kommt Großchemie. Und bist du outside, der schießt ländlich. Da gehst du Arbeit für ein kleiner da gehst du Arbeit für ein kleiner Lohn. Der Lohn ist immer gleich, ist der Profit auch groß. Da kommt der Krise, bist arbeitslos. Du bist die Arbeit los und bist der Acker los. Und deine Herren sind reich und groß. So gut in Elsass und in Baden. So gut in Elsass und in Baden. In Mutter Schwübele, Gott ist der andere Wind. Wenn manche Leider mal der Schuftpacht sind. Wenn manche Leider mal der Schuftpacht sind. Bei der Barbara Schenk und beim Eugen Billiger für die Musikeinlage. Als nächstes sprechen wir dann der Kevin Sprauer vom Caracol. Er kann da vielleicht auch mal noch kurz was dazu sagen, was Caracol ist. Und ich finde es richtig gut, wenn auch Jugendliche sich zu Wort melden. Okay. Schön. Freundinnen und Freunde, ich bin der Kevin. Ich komme von der Sozialistischen Jugend Deutschland, die Vereinten Kreiswald Bühl-Ortenau. Und wir haben auch das soziale Zentrum im Herzen Bühls, das heißt Caracol. Das ist eine Organisation von jungen Leuten. Das sind die Selbstverwaltung, was auf die Beine stellen, die Veranstaltungen organisieren, wie Sonntagsbrunch, wie politische Veranstaltungen und die eben mit Eigeninitiative aktiv geworden sind. Ich will das Wort noch auf die Geschichte eingehen der sozialistischen Jugend. Sie wurden 1904 gegründet, sind aus der sozialistischen Arbeiterbewegung hervorgegangen und beschreiben sich selbst wie folgt. Wir unterstützen die Gewerkschaften mit ihrem Kampf gegen Arbeitslosigkeit, für eine zukunftsweisende Berufsausbildung, für Arbeitsverkürzungen mit vollem Lohnausgleich. Wir engagieren uns gegen Umweltzerstörung und Vernichtung der Lebensgrundlagen. Wir fordern mehr Demokratie und Mitbestimmung in allen Bereichen, auch in Schulen und Betrieben. Wir treten für die wirkliche Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen ein. Wir bekämpfen das ungerechte Weltwirtschaftssystem und den Krieg als Mittel der Politik. Wir fordern genügend nicht kommerzielle Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Dementsprechend wird Jugendbildungsarbeit vor allem gemacht. So gibt es zum Beispiel Seminarfahrten nach Istanbul oder nach Griechenland oder eben auch Kinderzeltlager und Kanutouren. Jetzt möchte ich nochmal aufs Caracol eingehen. Das ist eben so ein lokales Zentrum von Falkenau. Das ist in Bühl in der Eisenbahnstraße 4. Und dort finden Infoveranstaltungen auch von den Falken statt. Haben wir auch noch eine Infoveranstaltung mit dem Stefan Braun in der Illinois mitgemacht. Setzt uns für eine bessere Welt ein, frei von Ausbeutung von Menschen durch den Menschen. Wir kämpfen für eine Welt des Friedens, der Freiheit und der Gleichheit. Wir lehnen die ungerechte Reichtumsverteilung weltweit ab. Nun möchte ich auch noch zur Atomkraft kommen, zum heutigen Thema. Für uns ist Atomkraft als Beispiel für das Profitgier im Kapitalismus für das Gewinnstreben. Es ist für uns unverständlich, dass diese Art der Energiegewinnung, also dass an dieser so lange festgehalten wird. Vor allem da auch vielen Langzeitstudien und da Langzeitfolgen nicht erwiesen sind. Wir kritisieren die fehlenden Endlagerungsmöglichkeiten
Und wir finden es absolut kritikwürdig, dass Müll produziert wird, für den es aktuell noch keinerlei Möglichkeit gibt, ihn zu entsorgen. Wir sehen es nicht ein, dass immer tiefere Schächte gebohrt werden sollen und so versucht werden soll, der radioaktive Dreck vergessen zu werden. Vor allem finden wir auch es recht amüsant, dass, dass das Märchen herbeigelogen wird, dass die Atomkraft eine CO2-freie Energiegewinnung wäre, da gerade in der Herstellung natürlich unfassbare Mengen an CO2 produziert wird. Deshalb fordern wir eine Umstellung auf eine umweltverträgliche, ressourcenschonende Energiegewinnung, statt immer von der mächtigen Energie- und Atomindustrie einzuknicken. Finden Sie deshalb klasse, dass heute es durchging, dass der Atomausstieg vollzogen wird hier in Deutschland. Und als solches, weil wir natürlich Atomkraft ablehnen, beschützen wir vor allem die Mahnwache. Wir sind eben froh, dass die Eisleine letztendlich gezogen wurde, wenn auch mit recht unbefriedigend. Fukushima war ja ein warnendes Beispiel. Das war's von meiner Seite. So, Kevin, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken für deinen Beitrag. Ich denke, er war kurz und knackig, was wir auch vielleicht so wollen, weil wir heute auch ein bisschen in zeitlichen, im Druck sind, weil wir ja noch zur Stadtratssitzung wollen. Jetzt, wie traditionell schon immer, wollen wir jetzt einfach noch die Schweigeminute machen. Folgendes, was schon der Patrick vorhin gesagt hat, wir wollen noch zur Stadtratssitzung gehen, da ist noch eine Bürgerfragestunde und da ist es uns einfach, dass wir hier eine Resolution einbringen wegen dem AKW in Fessenheim in Frankreich. Ich denke, gerade Fessenheim ist direkt bei uns an der Grenze, wenn da wirklich was passieren würde, würde uns das direkt auch treffen und ich finde das einfach, es wäre schade. Ich bin heute vom Campingplatz nach Hause gefahren, wenn man diese tolle Schwarzwald im Hintergrund sieht und die Rheinebene, denke ich einfach, ist das auch eine Aufgabe von uns, dass wir hier aktiv werden. Wir wollen einfach hier auch in Aachen als Bündnis ein Zeichen setzen, wie schon andere Städte, Baden-Baden und so weiter, um hier einfach auch eine Resolution versuchen, an der Stadtrat einzubringen. Und an dieser Stelle habe ich auch schon eine Bitte an euch, einfach, dass ihr noch mitgeht. Der Patrick wird unsere Resolution im Gemeinderat vortragen und dann hoffen wir, dass das der Gemeinderat soweit dann mittragen wird und aufnehmen wird. Jetzt machen wir einfach weiter mit der Musik, dass wir noch zügig auch hochkommen gehen. Danke. Ja, also bevor wir mit unseren zwei Gedichten beginnen, möchte ich noch kurz was von letzter Woche korrigieren. Das Gedicht, ich habe was gesagt zum Gedicht von Erich Mühsam und das möchte ich korrigieren. Nach der Machtergreifung 1933 wurde Erich Mühsam von der SA verhaftet und 1934 bereits im KZ Oranienburg nach über 16-monatiger Schutzhaft in Anführungszeichen von SS-Leuten ermordet. Er sollte sich mit einem Strick melden. Er wurde dann brutal von SS-Leuten totgeschlagen und seine Leiche wurde aufgehängt. Die Meldung in der nationalsozialistischen Presse lautete: Der Jude Erich Mühsam hat sich in der Schutzhaft erhängt. Seine Mithäftlinge traten später dieser Darstellung entgegen und berichteten von der Ermordung Mühsams im Zimmer des Lagerkommandanten. Wir stehen hier wegen Atomkraft, Nationalsozialismus, die anfangen zu forschen. Wir wissen alle, dass wir heute demonstrieren gegen die in Anführungszeichen friedliche Nutzung der Atomkraft, die sozusagen ein Abfallprodukt der militärischen Nutzung ist, die erst im Interesse der Mächtigen stand. Und damit auch das nicht eingesetzt wird, gehört für mich zum Nein zur Atomkraft auch ein klares Nein gegen Krieg und gegen deutsche Beteiligung an Krieg. Und da spielt es gar keine Rolle wo und Menschenrechte sollte man nicht überstrapazieren. Wir singen jetzt von Hannes Wade schon so lang. Auf meinem Weg schon so lang verschlagen und drehen.
den auf meinem Weg ohne Wiedergehen nun so lang. Seit ich kriege die Not schon so lang. Jetzt aber. Entschuldigung. Sie kriege die Not schon so lang, Ruinen und Tod schon so lang. Seh die Tränen die Wut, seh die Wunden das Blut, erwirkt und verfault, was halt war und gut schon so lang. Feuer geschehen, traut schon so lang, als mit Wolken bauen, schon so lang. Euch die Herren der Welt, eure lügenden Mord, an Millionen, die glauben an euer Wort, schon so lang. Nicht im Feuer geschehen, lang, hab die Liebe gesehen, schon so lang. Seh die Hoffnung, den Mut, seh den Glauben, die Glut, und was in Gesichtern von Kindern sich tut, schon so lang. Auf meinem Weg, schon so lang. Schlagen und Tränen schon so lang, bin müde und leer, als Frieden, als Meer, bin auf einem Weg ohne Wiedergehen schon so lang, schon so lang, schon so lang. Jetzt zum ersten Schluss, bevor wir noch mal hochgehen. Ich möchte mich noch mal recht herzlich bei euch bedanken. Schon über 2 Monate machen wir diese Mahnwachen. An anderer Stelle ist das schon längst untergegangen. Auch bei Herrn Huber schätze mich da, wo die Presse macht. Und alle, wo einfach hier bisher aktiv waren, ein ganz, ganz großes Dankeschön noch mal an euch. Ich denke, dass es heute in praktisch bei der Bundesregierung jetzt endlich mal zum Atomausstieg gekommen ist. Da haben wir alle mitgekämpft, weltweit, auch landesmäßig. Und hier vor Ort wären die Menschen nicht auf die Straße gegangen, wäre es mit Sicherheit nicht zu diesem Ergebnis gekommen im Bundestag. Und deswegen nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Wenn wir noch nach der Stadtratssitzung gehen, wollen wir wieder rübergehen in den Ratskeller und einfach nochmal alles durchdiskutieren, was wir machen wollen in Zukunft. Und dann zuletzt, wie in der Vergangenheit schon, möchte ich nochmal darauf hinweisen, hier haben wir nochmal Aufkleber, Atomkraft, nein, danke, mit Aachen speziell, mit unserem Bündnis noch ein Emblem drauf, 80 Cent, wer eins kaufen will, kann es bei mir mehr holen. Und ich werde jetzt einfach sagen, dass wir zur Sitzung hochgehen. Schon mal im Voraus an euch alle nochmal ein riesiges Dankeschön. Thank you.
Guten Tag, meine lieben Gäste. Ich darf Sie heute recht herzlich begrüßen zu unserer Präsentation. Die Produktion, Entwurf und Gestaltung hat die Topladen vorgenommen. Tja, liebe Gäste, bei uns gibt es tatsächlich Strom ohne Atom. Und das bedeutet Licht und Wärme, Tag und Nacht. Ja, und das Tolle daran ist, unsere Energieträger sorgen automatisch für die Entlastung fossiler Brennstoffe wie Gase, Öle und Kohle. Weil nämlich durch das Einspeisen des Stromes über unsere Blockheizkraftwerke ausschließlich Pflanzenöle für die Energiegewinnung benutzt werden, was aber nicht heißen muss, dass wir auch Biogase für unsere Blockheizkraftwerke in Anspruch nehmen können. BHKWs werden mit Dieselmotoren, die zur Verbrennung nur Pflanzenöle benötigen, eingesetzt. Die Motoren wiederum treiben Generatoren für die Energiegewinnung an. Dadurch entsteht gleichzeitig Strom und Abwärme bzw. Kälte durch die innovative Absorbertechnik. Diese Blockheizkraftwerke, genannt BHKW, erzeugen somit ausreichend Energie für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Blocks, Krankenhäuser, Schwimmbäder und Gewerbe und Industrie haben ebenso ihren Nutzen davon. Durch unsere Blockheizkraftwerke gibt es kaum Emissions- und Immissionswerte, die man ablesen könnte. Emissionswerte, zum Beispiel Müllverbrennungsanlagen und ansonsten halt Ausstoße aus der Industrie. Ganz sicher ist, die erneuerbare Energie wird unser Leben positiv verändern. Dadurch, dass wir auch ein gewisses Wissen vorweisen können, durch unsere Vernunft, durch effiziente Produkte, die wir hier vorstellen können und natürlich durch unser Blockheizkraftwerk. Jetzt aber kommen wir zu Ihnen. Sie sollten unsere Blockheizkraftwerke erst einmal kennenlernen. Wir wollen erreichen, dass sich viele Menschen an der Umsetzung dieser Vorhaben beteiligen. Denn alleine geht jetzt nichts mehr. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir fragten Sie ja gerade wie, nämlich durch die aktive Beteiligung. Sie treten auf als Käufer oder als Investor. Und es folgen daraus natürlich Ausschüttungen lukrativer Renditen. Wenn wir uns das mal vorstellen, wir forcieren unser Vorhaben durch tausende von Blockheizkraftwerken, Wind, Sonne, Wasser, Bio- und Erdwärmeenergie und ersetzen dadurch alle bestehenden Atomkraftwerke. Das wäre doch fantastisch, oder? Unser Management sucht Sie als Tippgeber oder Energieberater. Als Tippgeber können Sie bei uns schon eine Provision in Höhe von 3.500 Euro verdienen nach erfolgreichem Vertragsabschluss. Oder Sie folgen einer Einladung zum Vortrag mit PKWs selbst Stromversorger werden oder im Vertrieb tätig werden. Wenden Sie sich bitte an Herrn Wolfgang Badl. Unten haben wir einen Button, da können Sie sich Info einholen und mit uns in Kontakt treten. Ich bedanke mich für Ihren Besuch auf unserer Präsentation hier und würde mich freuen, wenn wir später wieder mit Ihnen in Kontakt treten dürfen. Auf Wiedersehen.